Oh, wir fliegen die Mission 6 der Mirage-Kampagne und dürfen zum ersten Mal Bomben werfen. Und damit es auch losgehen kann, machen wir hier direkt das Alignment. Das ist nämlich das langwierigste halt. Top Ground Crew Electrical Power kann man sagen. Gehen hier auf Copy. Bereitschaft und LG. Ground Power is now on. 041. 38, 15, 8, papalapap, nix 0, 41, 38, 15, Enter, East, 0, jetzt sind wir hier bei 0, 45, 0, 1, 49, Enter. 41, 38, 15, 45, 0, 1, 49, Enter, Bang, Align, Bang, Validate und los geht's. Das war's jetzt erstmal hier. Wir können unsere Funkgeräte hochfahren. Und machen unseren Radio-Check. Radio. Bisschen laut, der Kamerad. 1, 2, I got you, Lima Charlie. One, this is 2, I read you 1 out of 5. Say again, please. Tja. Gut, ich habe hier schon mal das Bingo Fuel eingestellt auf 1000 Kilo und die Autopilothöhe auf 15.000 Fuß, die wir ab Wegpunkt 4 brauchen. Bis dahin fliegen wir frei, 2500. Ich stelle jetzt hier kleine Takan ein und ILS auf unsere Heimatbasis Vassiani. Schalten den ganzen Müll ein. Können wir hier auch direkt kontrollieren. Radar an, aufwärmen. Ja, Takan-Signal kommt rein. ILS. Ich habe hier auch direkt den Autopilot. Jawohl, ILS-Signal kommt auch rein. Können wir wieder leise machen. Den Autopilot-Test durchlaufen lassen, der hat Green. Wir machen dann auch noch den Test hier. Fly-by-Wire. Wir können unser Nose-Wheel-Steering aktivieren. Ne, können wir noch nicht. Warum auch immer. Egal. Fly-by-Wire-Test läuft. Auch grün. Bingo. Wir gehen hier die Handbremse an und machen mal das Cockpit-Licht an. Ich habe das immer relativ hell gern. So, dann, da kommt schon was rein. 75% noch zu gehen, was das Alignment angeht. Wir können unser Navigationslicht, Formationslicht und Antikollisionslicht anschalten. Wir brauchen Taxilight. Wir taxien ja gleich los, wie die Raketen. So, was wir auch noch machen können, ist ganz lustig. Wir können der Ground Crew sagen, sie sollen uns rearmen und refuelen. Und da können wir uns ein anderes Board Number geben lassen. Und ein anderes Library aussuchen. Ist nicht wichtig, aber Request rearming. Nett, wenn wir jetzt hier rausgehen, nämlich das Thema. Wir haben jetzt hier ein anderes Library. Können wir vielleicht vorher mal anschauen sollen. Und ich habe hinten auf meinem Leitwerk die 313 stehen. Das ist meine persönliche Portnummer oder Kennung. März 13 ist mein Sohn geboren. So. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen diesen ganzen Schund. Da können wir dann, da werden wir nämlich dann akustisch gewarnt, falls es irgendwelche Probleme gibt. Wir brauchen unseren
Heating Horizon, die können wir hier nämlich anzeigen. Rearming complete. Wir können direkt die Wheel Chocks entfernen lassen. Chief, remove the wheel chocks. Haben wir die Handbremse drin? Copy. Wheel chocks are now removed. Wir brauchen unsere Abwehrsysteme. Bingo, die fahren wir alle hoch. Wir brauchen Freund-Feind-Erkennung. Wir brauchen, was ist das? Ach, das ist der Modus. Ne, den brauchen wir nicht. Jo, hier haben wir jetzt das RWR, Radarwarnsystem. BR ist es unser Jammer, den können wir anmachen. Der funktioniert auch wunderbar. Ah, jetzt ist auch Nose Wheel Steering aktiv. Das heißt, ich kann mit meinen Pedalen am Boden lenken. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis das Alignment durch ist. Da haben wir aber auch schon mehr als die Hälfte überstanden. Wir können mal die Fuel Pumps anmachen. Damit der Vogel auch Sprit bekommt. Und eigentlich können wir das Ding auch starten. Der spult jetzt hoch bis 11 und dann müssen wir hier Gummi geben. Jawohl. Dafür können wir jetzt mal die Kabine zumachen. Ein bisschen zumindest. Ein bisschen leiser wird. Der spult jetzt hier bis 60 hoch und dann können wir den Boost ausschalten, den Start Boost. Wheelchucks sind weg, oder? Ja. Tick, der läuft wieder runter, das heißt, wir können den Boost ausschalten, den Start Boost. Start Boost? Starter Fuel Pump. Eigentlich könnte es losgehen, wenn dieses blöde INS nicht immer so lang dauern würde. Was machen wir noch? Wir können die Bomben programmieren. Wir haben ja 6 Bomben dabei. 1, 2, 3, 4. Die BL1, das sind die Bomben. Jawohl, 6 Stück. Das heißt, ich mache 3 Überflüge mit jeweils 2 Bomben. Und die sollen nicht gleichzeitig fallen, sondern im Abstand von 10 Metern. Das ist mal 10, also 0,1 ist 10 Meter. Fertig. Bomben programmiert? Nein, nicht programmiert. Die sind gesichert. Wir können jetzt einstellen, sollen die verzögert explodieren oder instant. Ich will direkt Aufschlagzündung auf instant, ganz hoch den Regler. Ja, damit haben wir die Bomben jetzt drin. Eine Minute noch. Wir haben hier noch den Cabin Pressure, das ist klar. Wir haben das Ding noch nicht ganz zu. Wir haben Decol, das bedeutet unser Nose Wheel hat Kontakt. Wir haben die Parking Brake an, die können wir auch direkt schon ausmachen. Und wir haben Altimeter. Pre-Chauffage ist beendet, das heißt, wir können hier auf den Silence Mode umschalten, das Radar. Wir haben unser HUD noch gar nicht an, das schalten wir auch an. Wir schalten den Altimeter an und haben hier vorne unsere Daten. Ich glaube, die zwei Warnleuchten, die sind dann durch, wenn das INS aligned ist. Wir können auf jeden Fall ins Taxi gehen. Two is ready for taxi. One copies, taxi hot. Gehen wir hier auf den Navigation und auf den Normalmodus und lassen noch. Chief, turn off the ground power. Und los geht's. Copy. Ground power is now off. So, jetzt haben wir hier das Ding. Ach, das war der Ground Power. Das war die Ground Power, dass die noch... Two taxi now. Dass wir noch angestöpselt sind. Alright. Am Start. Today we will practice looping line opens on a special failing range set up for space adjustments. We are running with standard Mark K82 bombs. Which I trust you are familiar with. Yeah,
Affirm, I've dropped a few in Afghanistan from the A-10. Roger. We will go through the procedures on our way to the target area. Ob ich es heute schaffe, ohne Tailstrike zu starten. Bei der Kiste ist es wirklich hui, 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 hui. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Gear up! Bombardier mal.
Was bombardiert man überhaupt? LKWs. Ich glaube bei der Antenne vorne. Wenn wir jetzt 10 Meilen dran sind, müsste eigentlich dieses Fadenkreuz erscheinen, wo unser Wegpunkt ist. Okay. Schauen wir uns das mal an. Auch dieser Tankstutzen, den, wenn ich so sehe, wäre aggressiv. Diese Tankmission, ich hab's nicht geschafft. Einfach bin zu blöd. So, wo ist die Bombsite? Sind doch schon ein paar Sachen hingestellt. Alte T-55er, ein paar Transporter, Trucks. Aber die muss ich halt. Tom, seems our allies did a good job. They even built some old trucks for us. It's always better to drop bombs on actual targets than on circles drawn on the ground. Auf Wegpunkt 4 und geben hier mal die Koordinaten ein, 42, 15, 49. Enter. East 0 44 06 48. Enter. 54 Meilen. Dann hin. Ich wiederhole es jetzt mal, weil ich einen 32,9 Zoll Monitor habe. 32:9. Monitor. Alright, comparing INS readout with the map. Looks like our target is around 16 miles directly north from Gori, which is waypoint 6 on our flight plan. Pushing there around 15,000 feet, go ash on the right. Gori. Mireti Village. Call 1. 6-7, we are launching a dedicated cap flight for you, call sign Seraph 4. They'll be on station within the next 10 minutes, Red Radio Channel 1, over. Gut, also ich fasse es nochmal zusammen, ich glaube man kann die Schrift nicht lesen. Das, georgische Truppen sind unter Mörserbeschuss aus Südossetien und wir sollen dahin gucken, dass die schlimmen Finger damit aufhören, unsere Verbündeten zu malträtieren. Hört sich doch gut an, besser als diese blöden Trucks. Und wir sollen nördlich Gori?
Gordy, 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 Gordy ist hier. 04 Flight, we are airborne. Anchor. 041, code 11. Is it you, Colonel? Yes, sir. Want to make sure you give the fuck that I am. Chicken Valley. 067 Colt 11 Roger. Skin Valley is a no-fly zone for us. Okay. Da stehen Sams. Meriti. Looking at it, it seems that we could safely anchor over this long lake, which is north from Gori. Once we get there, we will decide on how to proceed. Gut. Wir fliegen zu dem See und in Meriti ist wohl die See. 2 Roger. Yeah, I'd recommend doing south to north runs. That way we don't get too close to the air defenses and skip volley. It's really not that far. Gut. Trinken ist wichtig. Ja, wir haben hier einige Flugzeuge. Das dürften. Ah, hier. Ah, da kommen diese Saphir oder wie hieß die Staffel? Cotton. Und ein KC-130, das dürfte unser Tanker sein. Man kann sich das HDD übrigens auch in den Helm rein projizieren lassen. Das dann hier oben. Sehr geil. Okay, also das ist dieses Radarmessgerät, damit die richtige Höhe ermittelt wird für den Bomb Impact. Master Arm Switch on, Bomben auswählen, TRS auswählen. Es kann losgehen. 12 nautische Meilen noch bis Meriti. Okay, wir warten jetzt hier. Drehen wir mal einen Kreis, einen großen. Chefe kommt ein bisschen hinterher. War jetzt ein bisschen schnell. Echolon-Formation. Nee.
Code 1-1, we have source from the target area. Request update. Code 1, this is ZS67, Intel 133.300 on your VUHF radio and contact Georgian Patrol, call sign ADA 31. Over. Hello. Wir gehen auf 133.3 und kontaktieren die Bodentruppen. Und schauen, was uns die zu berichten haben. Red Smoke, roter Rauch. Code Red Smoke, aha. Contact enemy north and bit north from the mark. Adel 3-1, code 1-1, tally. Wait 1, break. 067, code 1-1. Enemy is targeting civilian soldiers with mortars. Request permission to open fire. Good, you are touching that. 067, you are cleared hot on the mortars, over. Okay. 067, code 01 flight, engaging targets. Engaging targets, good. 2-1, I will go first. Keep your eyes on that AAA and try to mark its position. I will make my bomb one, then go back south, and come here and clear your range. I recommend that you do drive past first. Use the smoke from my hits as a reference. Get visible on any remaining targets, and turn around and attack. When you expend all your bombs, ich muss jetzt rüber nach Chicken Valley, ins Hühnertal, Chicken Valley. Und die. One is in hot from the south. Okay, und die Luftabwehr markieren. Wir sind ja lustig. Gerade war es nur No-Flight so. Serra 4, Station 1000. Ah, MiG-29er sind aufgestiegen. Sehr nett. Hier sind die Sams. Er hat jetzt ein bisschen beschissen, aber muss man auch mal machen. Man sieht ja hier wirklich nichts. Wenn wir drüber sind, markieren wir sie. Das ist dieser Button hier, Set Mark Position.
Orientiert habe ich sie. Die haben mich ganz schön im Köcher. Hektisch! MiG 29, hier hinter mir. Gundan 8-1, Sir Ram 4-1. Stay on the station and you keep securing them on. We need to buy some time for cold. Genau, cold. Sir Ram 4-1, Sir Ram 4-1, Roger, open cold. Unser Kollege dreht ein. Jetzt geht er runter, markiert. Dreht ab. Und trifft, jawohl. Gebe ich jetzt meine Bomben ab. Report when you have dropped all your bombs. Gut. Mach ich. Versprochen. Sieht gut aus. Raus damit. Ein bisschen später. Jawohl, Treffer. Juhu. Machen wir jetzt noch zweimal.
geht's ja alles dahin, was sie sich zusammengebaut haben. Blöd. Der letzte Anflug. Bingo. One, this is two. Attack is complete. I am returning to the anchor point. Gut, also dann auch noch mit der Kanone drauf.
Top 1, this is ZS67, the flight to Georgian Heinz, call sign 2Z is on station and will take over from you. You may depart, over. Gute Halt, destroyed, sehr schön. ZS67, Code 21, Quanta, we are on the top. Go, push channel C on the 10-9. Okay, cool. Wir gehen auf 11. Channel 3, was immer. Ja, das war doch jetzt mal was. RTB, das heißt Return to Base. Okay, keiner sagt mir was. One, this is two. Is it me or are things getting down there more tense every day? Two, affirm. Separatist attacks are getting routine now. Russians are flying up to 10 sorties a day. There's one big barrel full of platform now just waiting for a spark to ignite it. Yeah, that's what I'm afraid of. I wonder what people back in Brussels will say about what we've seen today. Those bastards were shooting a civilian target. They have already decided to send some additional forces from Belgium, Germany and UK. Although it will take some time before they arrive. The question is whether it will calm the Russians down or make them launch even more planes every day. I guess we'll see in the coming weeks. If events continue to go so quickly, even earlier, to go ahead and RTV, I will leave the tanker at the tracer. Call 21 out. Two copies. Gut, RTB, er geht zum Tanken. Können wir jetzt hier direkt auf Takan umschalten. 130 Meilen.